Ja, hallo, wir sind die Familie Schüler, haben 2008 unsere Heimat verlassen, sind seitdem hier im Rheinland, erst in einem kleinen Bergdorf, dann jetzt in Neustadt an der Ried, kleines malerisches Städtchen, aber wir kommen jetzt zurück in die Westlausitz, nach Lauchhammer und ihr alle werdet uns begleiten. Juhu, Lauchhammer! Heimat, ich komme, ich kann dich riechen! Ja, die Anreise an sich war relativ relaxed, muss ich sagen. Der Weg war frei. Der Weg war frei. Wir haben ja vorgestern die LKWs beladen, ausschließlich beladen, haben die dann über Nacht stehen lassen und sind dann wirklich ganz entspannt nach einer Nachtschlaf gestern Morgen gestartet um 8.30 Uhr und waren 18 Uhr planmäßig mit beiden LKWs hier. Dann war eine super Fahrt, wunderbar durchgekommen. Also von daher, von der Fahrt her, das war wirklich relaxed. Das war wirklich. Dann haben wir die LKWs auch gestern erstmal nur abgestellt, sind angekommen, haben das sacken lassen und haben gesagt, hallo Lauchhammer, da sind wir wieder und ja. Und dann haben wir wieder eine Nacht geschlafen. Aber diesmal ja in den eigenen Betten schon wieder zu Hause. Aber so die Abschiedsfeiern, die wir hatten, waren ja mehrere kleine, ja, war nicht einfach. Sehr emotional, muss ich sagen, hätte ich auch in der Form nicht erwartet, dass wir von Kollegen eine Überraschungsabschiedsfeier bekommen, dass uns das so zuteil wird. Also das haben wir ja nicht geplant. Wir haben ja nicht gerufen und haben geladen. Nein, wir wurden im Prinzip mit verbundenen Augen irgendwo hingeführt und dann wurde gemacht, hallo, und wir wollen euch verabschieden. Also das war sehr emotional, was man da auf die Beine gestellt hat, um uns auf Wiedersehen zu sagen und um uns zu sagen, dass es auch eine schöne Zeit mit uns war. Das war schon toll, ja. Die letzten Tage, wie gesagt, war nur packen, packen, packen. Und da haben wir auch gar nicht mehr Gedanken verschwenden können an Abschied. Und vielleicht war das auch ganz gut so. Ne? Also gestern dann beim tatsächlichen Abfahren gab es noch mal so 6, 7 Hände, die noch mal da waren und noch mal Tschüss sagen wollten. Aber da war man auch so in Aufbruchstimmung, dass man das dann gar nicht mehr so sehr wahrgenommen hat, wie eben die Tage zuvor, wo man wirklich auf Wiedersehen gesagt hat. Für mich war es ein Nachhausekommen. Es ist ja mein Zuhause, ich bin hier geboren und ich bin dann auch die letzten paar Meter mit dem Video in der Hand eigentlich auch schon gefahren. Ich habe dann das Lauchhammer-Schild, das Ortseingangsschild. Lauchhammer, ich bin da, ich kann es riechen. Das war schon sehr erhebend für mich und als wenn irgendetwas in mir aufgeht. So, doch. Wie gesagt, alles irgendwie wie neu so. Also irgendwie komisch noch. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ja, heute werden die LKWs entladen. Einer ist jetzt schon leer. Ich habe viele, viele Helfer hier. Die ganzen alten Freunde, die sofort gesagt haben, wann ist das Datum? Wir sind da. Also auch das hat echt was mit uns gemacht, dass wir gesagt haben, wir sind ja die ganzen Jahre, 11 Jahre nicht vergessen worden. Klar hatte man Kontakt und wenn man hier war, hat man sich auch gesehen und hat auch zusammen gefeiert. Auch die großen Events so, die wir ja in der Zwischenzeit erlebt haben, wie Silberhochzeit, wir sind 50 geworden. Das hat man alles ja in dieser Zeit gehabt. Und das war auch hier und da waren die alten Freunde auch da, aber schon wieder auch neue dabei. Aber dass trotzdem dann gesagt haben, alle, wir sind hier, wir freuen uns, dass ihr wieder da seid und es wird Zeit, dass wir euch wieder kriegen. Doch, kann man nicht so viel verkehrt gemacht. Ja, und wie gesagt, heute wird abgeladen, die sind alle da und dann wird noch gefeiert. Wir haben mal zusammen gewohnt. Ja, okay. Als Kinder sind wir groß geworden, ich mit ihrer Tochter. Und wie sehr ist jetzt, wie groß ist die Freude, dass wir wieder da sind? Einwandfrei, ich freue mich. Ja, ehrlich, ja. Schön. Ich dich stehe lieb bei mir, die Kinder. Und der kleine auf. Die kenne ich hier, die habe ich als Baby auf dem Arm gehabt. Die haben zusammen in der Grundhofstraße gewohnt. Und dann sind wir hierher gezogen und ihre Eltern sind 3 Häuser weitergezogen. Und wir haben uns nie aus den Arm gehalten. Ich habe so schon gewindelt. Ja.
Ja gut, wir müssen einmal noch zurück. Es ist noch was da geblieben, was wir noch holen müssen. Also wir haben jetzt noch eine Woche richtig straffe Arbeit, Termine, wieder rüber, wieder her. Noch ein paar Sachen, die wir tatsächlich wirklich erledigen müssen. Er hat zum Beispiel auch noch Vorstellungsgespräche, die er jetzt dann in der Woche auch noch führen muss, weil er ja noch keine Arbeit hat. Ne, ich bin noch in Lohn und Brot. Ich kann auch Homeoffice von hier aus erstmal weitermachen. Nur seine Umsetzung arbeitstechnisch, die gestaltet sich etwas schwieriger, jetzt 600 Kilometer weg. Klar, die Betriebe wollen einen sehen, die sagen Vorstellungsgespräch, das muss man dann schon hier irgendwie vor Ort machen. Also das haben wir dann noch die nächsten Tage in dieser Woche, in der kommenden. Und dann muss er auch erstmal wieder zurück und ist dann so eine Art wieder Montagearbeiter und Pendler und ich bleibe ja dann hier. Und versuche dann hier echt alles zu sondieren und zu sortieren und halt auch erstmal wieder ankommen. Das Haus muss bestückt werden. Man muss sich ja in diesem Leben auch erst wieder neu ordnen. Man hat ja eins verlassen, wo man einen Alltag hatte. Ne? Und ja, jetzt muss man sich hier, obwohl man sagt, das ist das Zuhause, trotzdem wiederfinden. Ja, und ich hoffe, dass ich bis Oktober dann mal einen Job hier bekomme. Und dann muss ich so den Sohn müssen wir auch noch nach Hause holen, dass ich mit ihm dann hierher komme. Dann. Ah, okay. Der kommt ja dann noch der mit. Braucht, bis Ende Oktober braucht er noch. Mhm. Also wir haben ein behindertes Kind, was ja damals auch der Grund war, warum wir mit rübergegangen sind mit ihm. Und die Umsetzung von ihm, die ist etwas schwieriger. Er ist unter betreuten Verhältnissen. Ne? Also man hat auch schon mit Senftenberg dann mit der Werkstatt dort Verbindung aufgenommen. Die gesetzlichen Betreuer, die arbeiten, die Behörden an sich sind eingeschalten, aber es dauert halt ein Stück weit. Und mir ist es jetzt in dem Moment ganz pragmatisch auch recht, weil ich ja eben halt auch für ihn und seine Freunde, die kommen mittlerweile mit, ja, erst die Zimmer herrichten muss. Super. Puh, erstmal ganz schöne Rutsche. LKWs sind leer, machen wir noch einen Rest und dann machen wir erstmal Mittagspause.